Zum einen die Reisekostenabrechnung. Wie rechne ich eine Reise ab, die Bleisure ist, wo ich noch meinen Nachmittag am Strand verbringe und 3 Tage länger bleibe? Wie rechne ich das steuerrechtlich korrekt ab? Das hat ja größere Auswirkungen. Wie ist die Aufteilung? Wer trägt die Kosten? Wie sind die Zahlungsprozesse? Das ist ein Thema. Und auf der anderen Seite, wie kann man Bleisure zugänglich machen? Wie kann man Mehrwerte für den Reisenden schaffen, dass er noch lieber auf Geschäftsreise geht?